Meine Damen, meine Herren, wir leben zurzeit nicht in einfachen Zeiten. Die Corona-Krise ist noch nicht ausgestanden, im Winter wird es aber schwieriger. Energiekrise mit steigenden Preisen, Inflation in großer Breite, das sind Herausforderungen, die wir meistern müssen. Und das belastet insbesondere die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht über viel Geld verfügen, wo es knapp ist mit Miete und Nebenkosten. Wir wissen das hier, der Bürgermeister, der Stadtrat, und wir versuchen zu helfen, wo es geht. Ich bitte aber auch um Verständnis dafür, dass ich an Sie appelliere, im Winter Energie einzusparen, alle miteinander, damit wir mit den Energielieferungen auch einigermaßen hinkommen und damit Wärme doch in ausreichendem Maße vorhanden ist. Ich bitte auch um Verständnis, dass wir mit den Stadtwerken Kusel als ihrem Energieversorger gebunden sind an das, was von Bund, Land, EU an Vorgaben gemacht wird. Und das ist im Moment immer etwas wechselnd. Wir haben die Umlage angekündigt, die hat die Bundesregierung wieder eingesammelt. Insofern werden wir das nicht dann auf die Preise umlegen. Wir werden natürlich Rabatte, die eingeräumt werden, wie jetzt die angekündigte Mehrwertsteuerreduzierung, weitergeben. Aber wir sind dann dran gebunden, dass wir dann auch die Regularien, die uns vorgegeben sind, einhalten. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich natürlich selber auch zur Verfügung. Genauso, wenn Sie der Auffassung sind, dass ich in dem einen oder anderen Punkt helfen kann. Gleichwohl ist es meine Auffassung, dass wir dem Gebaren von Herrn Putin, der Krieg führt gegen die Ukraine und das in einer grausamen Weise, nicht in der Form nachgeben dürfen und können, dass wir dort plötzlich alle Repressionen wieder aufheben. Das scheint mir nicht möglich und deshalb werden wir auch mit den Folgen noch länger beschäftigt sein. Ich bitte auch, dass Sie Verständnis haben für die Menschen, die aus großer Not und weil es zu Hause nicht mehr aushaltbar ist, zu uns kommen, fliehen und Sicherheit suchen. Das war in unserer Geschichte oftmals so, dass das notwendig war. Und als Region der Auswanderer, die wir hier sind, und des Musikantenlandes, kennen wir Nöte von Menschen. Und ich hoffe, dass Ihnen das auch in Erinnerung geblieben ist. In dem Sinne hoffe ich, dass wir alle miteinander es packen, auch durch diese Schwierigkeiten zu kommen und dass dann im nächsten Frühjahr die Welt wieder ein wenig besser für uns aussieht. Ihnen alles Gute.